Ant-Man und die Wespe, Quantumania. Handlung: Als Scott Lang und Hope Van Dyne zusammen mit Hopes Eltern Hank Pym und Janet Van Dyne sowie Scotts Tochter Cassie versehentlich in das Quantenreich geschickt werden, finden sie sich bald wieder, als sie das Reich erkunden und mit seltsamen neuen Kreaturen interagieren. Es ist ein neues Jahr und das bedeutet, dass ein neuer Film aus dem Marvel Cinematic Universe am Horizont steht. Dieses Jahr ist Ant-Man and the Wasp, Quantumania das erste MCU-Angebot. Und vielleicht, nur vielleicht, wird dieser Film der MCU endlich ein wenig Fokus geben, nachdem Filme und Fernsehsendungen 3 Jahre lang darum gekämpft haben, sich miteinander zu verbinden. Obwohl es zweifelhaft ist, dass Disney irgendwelche Schmerzen in der Brieftasche verspürt hat, Reaktion der Fans auf das Post-Endgame-MCU sind die Leute jedoch unruhig geworden, da dieses angeblich gemeinsame Universum von nicht verwandten Geschichten dominiert wird. Und wenn sie in letzter Zeit etwas von diesem Bindegewebe probiert haben, ist es schlecht gelaufen. Nehmen Sie Black Panther, Wakanda Forever, einen erstaunlichen Film eines großartigen Filmemachers, der fast zum Stillstand kommt, wenn Martin Freeman oder Julia Louis-Dreyfus als Teil der größeren MCU-Geschichte auf der Leinwand zu sehen sind. Aber Ant-Man and the Wasp, Quantumania könnte diesen Zustand für das MCU ändern, indem es sich mit einigen großen baumelnden Fäden befasst und dem MCU endlich den neuen zentralen Handlungsstrang gibt, der ihm seit Endgame fehlt. Die Dinge könnten sich in der MCU auf die größte Weise ändern.